1, 2, 3 Test, 1, 2, 3 Test. So, wir befinden uns jetzt wieder in meinem Store. Du siehst hier aktuell habe ich bis 31. Dezember 423.000 Euro umgesetzt. Also dieser Store hat mir jetzt in einem Jahr eben diese 423.000 Euro an Umsatz generiert. Ja, dank Corona ist es leider nicht mehr worden. Es ist an und für sich okay für Corona. Es ist auch fürs Dropshipping ganz akzeptabel. Wenn man das runterbricht, so der Monatsumsatz ist leider nicht für mich zufriedenstellend. Ich bin nämlich auch anderes gewohnt oder weiß eben, wie man höher skaliert. Leider war hier Corona, dann Facebook-Sperre und. Immer wieder etwas, was mir Probleme bereitet hat. Und das letzte Update, was ich hier gezeigt habe, war im Oktober. Man sieht hier, im Oktober ist das auch noch alles gut gelaufen. Wenn man hier weiterschaut, jeden Tag so 2000, 3000, 2000. Also es waren immer solche Umsätze, auch noch im November hinein. Also sehr, sehr, sehr stabil. Und dann kam der Dezember und wie du hier siehst, ging es hinunter. Ja, hier gab es leider eine Facebook-Sperre. In der Hinsicht, dass Facebook plötzlich der Meinung war, okay, meine Werbeanzeigen sind nicht mehr ganz korrekt, beziehungsweise entsprechen nicht dem, was ich eben anzeige. Also mein Video zeigt nicht das, was mein Produkt eigentlich kann oder verfälscht diese Anzeige, was aber nicht korrekt war, weil meine Anzeigen sind ja von März bis Ende des Jahres gelaufen und es war ja alles in Ordnung, auch von den Kunden her, aber hier hat der Algorithmus anscheinend irgendwie etwas gemacht. Ja. Aber wie auch immer, ich habe diese Anzeige natürlich nicht mehr verwendet, weil die sind alle abgeschalten worden. Von Facebook aus Konto wurde nicht gesperrt, aber es wurde abgeschalten. Ich habe eine neue Anzeige erstellt und habe diese dann rausgegeben. Was hier aber noch dazu kommt, mein Privatprofil wurde auch gesperrt, zeige ich dir aber auch gleich, was ich damit meine. Auf jeden Fall bin ich dann nur noch mit ganz wenig Budget im Dezember gelaufen, nachdem ich die neue Anzeige hinaus hatte. Und zwischendurch genau hatte ich auch einen Break, das war auch hier wo. Da hat es nämlich geheißen, mein Facebook Feedback Score ist plötzlich hinuntergesackt ohne Ende. Also man kann gar nicht glauben, wie schlecht das war. Aber nicht normalerweise wird der Facebook Feedback Score jede Woche einmal aktualisiert. Und bei mir kam es aber dann innerhalb von kürzesten ganz wenigen Tagen, dass es von 4 runter unter 2 ist und das heißt, ich kann nicht werben. Ich habe das aber dann lösen können mit Facebook und wurde wieder freigeschalten. Aber nachdem ich ein bisschen Probleme hatte, dass auch mein Privat-Business-Profil eigentlich gesperrt wurde fürs Werben, da ist das jetzt ein bisschen auf Eis gelegt. Also ich werbe aktuell, wir haben jetzt aktuell den Februar, den 15. Februar, aber ich habe jetzt länger kein Update gemacht, da ich nicht weiter skalieren konnte, Dezember, Jänner, jetzt nach chinesischem Neujahr, weil das ist ja jetzt aktuell, werde ich dann wieder loslegen. Aber schauen wir uns kurz mal an den Ads an. Du siehst hier auch aktuell, ich habe wirklich nicht viel laufen. Ich habe hier zwei neue Broads, das eine Broad, die läuft seit Dezember. Man sieht ja, die ist nicht ganz so profitabel, wobei hier wird auch nicht alles angezeigt, was ich so sehe. Und dann habe ich noch hier die Retargeting-Kampagne, die immer läuft. Und jetzt im Februar habe ich eben eine neue 50-Euro-Broad gesendet. Ja? Ich bin hier jetzt bis 31.12. Wir können aber auch gerne mal auf Laufzeit gehen. Da siehst du hier, okay, diese neue Broad zum Beispiel ist gar nicht gut, die werde ich wieder abschalten. Aber ansonsten, ja, siehst du, dass ich aktuell nicht viel am Laufen habe, wegen chinesischem Neujahr und ähnliches. Aber wie ich dir schon gezeigt habe, für dich gelten Werbeeinschränkungen. Das heißt einfach nicht für den Business-Account selbst, sondern für mich als Person. Ich kann keine Werbeanzeigen mehr betreuen, schalten oder sonst etwas, was natürlich Katastrophe ist für mich als Dropshipper. Man findet aber auf jeden Fall Lösungen. Wie man sieht, kann ich es aktuell auch noch. Was hier sonst angeht, ja. Ich werde das nächste Update auf jeden Fall hochladen, so wie ich wieder skaliere und wieder auf Umsatz komme. Ja. Jetzt kann ich nicht sehr viel machen, da ich eben diese Einschränkung habe und sonst hat sich auch nicht sehr viel getan, außer dass eben diese langen Anzeigen eben sehr gut funktioniert haben, noch, was ich dir gezeigt habe. Aber der Rest jetzt, ja, kann ich nicht mehr wirklich viel was sagen oder viel zu den Ads sagen, weil es ist eigentlich ganz gut gelaufen, wenn ich dir an die Umsätze siehst, da sind in etwa 100.000 Dollar mehr Umsatz als im vorigen Video. Und das wollte ich dir einfach mal zeigen. Ja, wenn es wieder was Neues gibt und ich wieder auf Kurs bin und mit meinem Facebook Store, also mit meinem Account auch alles passt, dass ich sage, ich kann es wieder komplett skalieren, ohne dass Facebook irgendwas macht,
Die Lösung habe ich auf jeden Fall eh schon, weil ich schalte ja noch. Dann kommt ein neues Video, ja? Bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.